In Paris treffen wir einen weiteren Roboter, der sehr lebensnah gestaltet ist. Er ist der kleinste in unserer Reihe und einer der wenigen humanoiden Roboter, den man bereits kaufen kann. Nao kann für eine ganze Reihe verschiedener Aufgaben programmiert werden und seine menschlichen Züge funktionieren auch oder vielleicht gerade wegen seiner geringen Größe. Die menschliche Form, die wir gewählt haben, ist sehr wichtig, weil wir glauben, dass das der beste Weg für einen Roboter ist, mit Menschen natürlich umzugehen. Und wenn Sie eine intuitive Beziehung zu einem Roboter aufbauen wollen, macht es diese Form mit dem schönen Kopf, kleinen Armen und Beinen sehr einfach. Die Leute interagieren gerne mit ihm. Basierend auf dieser Form haben wir an seinem Ausdruck, Verhalten und seinen Gesten gearbeitet. Alles, was den Roboter zum Leben erweckt. Wenn Sie den Roboter betrachten, sehen Sie ihn nicht als Objekt, sondern als ein kleines Wesen, das lebt. Und das macht den großen Unterschied zu anderen Gegenständen aus. Diese Roboter werden bereits in mehreren Ländern in der Ausbildung eingesetzt. Etwa 5000 Roboter sollen jungen Menschen in der Forschung helfen, diese neue Welt zu erkunden. Eine neue Welt, die dadurch vielleicht attraktiver wird für Informatikstudenten, weil die Einbindung von Robotern das Studium veranschaulicht. Obwohl der Lernstoff gleich bleibt, sind sie viel enthusiastischer bei der Sache, weil sie wissen, dass sie an der Zukunft arbeiten. Wir haben gezeigt, dass dieser Roboter ein sehr starkes Instrument sein kann, um Wissenschaft und Technik für junge Menschen attraktiv zu machen. Ihnen zu helfen, an ihren technischen Fähigkeiten zu arbeiten, sie einfach zur Wissenschaft zu bringen. Und es wird uns wiederum helfen, Roboter überall hinzubringen, weil diese neue Generation, die mit Robotern arbeitet, sie auch in das normale Leben bringen wird. Darüber hinaus gibt es ein paar besondere Anwendungen in der Ausbildung. Wir arbeiten mit autistischen Kindern, mit Lehrern von autistischen Kindern, die den Roboter als Hilfsmittel einsetzen. Sie benutzen den Roboter, fahren damit, programmieren ihn bzw. benutzen bestimmte Programme, mit deren Hilfe Roboter autistische Kinder unterrichten. Autistische Kinder haben ja eine bestimmte Art, mit Menschen zu kommunizieren, oder anders gesagt, sie haben ein Problem damit. Sie sind aber sehr gut darin, mit Technik umzugehen. Und so können wir den Roboter nehmen, der ja eine Art Rohmensch darstellt, um mit ihm zu interagieren. Dadurch lernen sie, wie sie mit Menschen umgehen müssen. Nao ist inzwischen in der 5. Generation erhältlich. Über 7000 Einheiten dieses Roboters stehen in Laboratorien in über 70 Ländern der Welt. Einer der am meisten verbreiteten Open-Source-Roboter-Plattformen überhaupt.